Oh, hi, Lassin, wie geht's? Der Sommer ist eingekehrt. Aber ohne Schornsteinfegermeister. Ich denke, die kehren aus, ne? Bin ich das wieder? Psst, nicht verraten. Bin ja gar nicht da. Ist ja hier, ich sitze hier auf irgendeinem Hinterhof. Ganz versteckt. Im wilden Osten. Und versuche, das Gerausche der Straße, das Rumgetierse der Nachbarn, das Gerausche des Windes in meinen kleinen Bäumen, das Gerausche der Fontäne auf dem Teich zu übertönen. Ich muss doch wirklich mal gucken, obwohl das natürlich eine Sehstärke ist, wie viel ich jetzt hier aufnehme. Ich möchte ja nicht schreien. Nein. Wo tickt denn hier die die Uhr? Was war denn? Bei 3 Stunden bin ich? Nein. Ach da. Ach Mann, das ist ja erst 1 Minute. Das ist ja richtig. Völlig voller Entsetzen. Das zieht sich so hin. Also meine 5 Minuten Suppenterrine ist ja schneller als das Schnarchen meines Hundes. Ich möchte natürlich jetzt nicht laut werden. Ich kann ja auch richtig laut werden und schimpfen und brüllen, wie furchtbar die Welt ist. Aber was interessiert mich die Welt? Die zieht an mir vorbei mit ihren ganzen Argumenten und Strukturen und Kriegen und Seuchen und hast du nicht gesehen? Dann sitze ich da irgendwo und sage, das soll es sein? Dieses Theater, dieses Rumgefetze, dieses Lamentieren, das soll das Leben sein? Oh nein, nein, das ist nicht mein Leben. Mein Leben ist nein, also mich stören hier die Nebengeräusche. Da sind irgendwelche Leute, die da im ersten Stock, zweiten Stock, die da vor sich hin da waren, zelebrieren, klappernd irgendwelche Lebensmittel in sich hineinwürgen und glücklich sind. Ja, meinen Sie? Meinen Sie? Bin ich jetzt zu laut gestellt? Ich rede ja extra leise, damit das. Damit ich hier nicht auffalle. Weil ein lebendiger Barber ist nicht unbedingt das, was gewollt ist. Ja, nein. Gott, oh Gott. Mit wem rede ich denn hier? Mit mir? Nein. Also die emotionale Grundlage der ganzen Geschichte hier, frisch rasiert, mit Sehstärken-Sonnenbrille, tata, tata. Ich schlurfe so sanft dahin. Ich möchte auch gar nicht, dass die Leute zuhören. Die müssen mich ja nicht hören, dass ich hier rede. Denn Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber das Schweigen ist manchmal sowas von, das dröhnt einem so in den Ohr. Das ist dieses gewaltige Schweigen der Masse. Lass da einfach mal anfangen zu reden. Weil Silber wird ja immer weniger. Und Gold? Scheiß auf Gold. Aus dem Bett mit Barber, auf den Hof mit Barber. An eine Hauswand gelehnt, mit einem Gartenmöbel, mit schnarchendem Hund daneben, mit radebrechenden Nachbarn, rechts oben, da oben irgendwo. Und jetzt ist mal dieses Zelebrarium des Ausknopfes. Und ich habe ihn gefunden und drücke ihn jetzt. Und tschüss, Leute.
Bis die Tage. See you.